steht in der Ecke heute. Von der letzten Würfe Junge Tour haben wir da mitgebracht, ne? So. Zweck heute. Alles muss weg, alles muss raus. Heute hier. Vielleicht kennt ihr den Text noch von letztem. Kennt ihr die Melodie so ein bisschen? So ein bisschen. Guia! Ein bisschen lauter! Viele Bäume. Ja, das ist die Nordschleife. Ist so, oder? Ist los. Ist so, ne? Mit Frikadelli Hubschrauber. Schraub, schraub. Langsam wieder verbar. Schuss hier. Oh, ausziehen. Ja. Geschmack. Ja. Ja, von der Black First können wir heute nicht spielen, ja? Das ist schlecht. Sieht er aus für die Jungs. Ne? Aber ich kann euch beruhigen. Also bei der Wimpeljunge, wir bauen hier und da schon mal so ein paar Fehlerchen ein. Das ist also bewusst einfach und dann authentisch rüber zur Runde. Danke, Parameister. Okay. Da, wir haben das Adler-Bahnhaus erhalten im Sinne der Bewohner der Region hier in der Eifel und auch im Sinne des Nürburgrings. Insofern, wer diese Aktion unterstützen möchte, der darf sich gerne hier an der Unterschriftenaktion beteiligen. Die geben dann einfach hier so mal rund, so 2.000-3.000 kriegen wir irgendwie zusammen vielleicht. Wäre nett, alle aus der Region und auch die Gäste, wenn die uns da... Aha! Es kann einfach nicht sein, Leute. Kann einfach nicht sein, da tut uns hier der Eifel am Nürburgring alles wegnehmen. Nach und nach und verlüftet ein bisschen mehr. Kommt ja aus der anderen Richtung. Aber Jungs, er kommt gleich wieder. Aha. Habt ihr denn alle noch was zum Trinken? Aber? Also langsam wird es warm hier oben. Ich weiß nicht, wie das da unten ist. Aber die nächste Nummer, die lädt um eins zu mitmachen. Also ihr könnt euch ruhig bewegen. Das ist kein Problem. Ja, die Nummer geht so. Seid ihr gut drauf? Ja, ist ja gut. Reicht ja. Reicht ja. Reicht ja. Also, ja, was soll ich sagen? Wir machen jetzt erstmal mit Versteigerung weiter. Danach möchte ich gerne, dass alle Sieger vom Kialami-Rennen mal kurz auf die Bühne kommen. Circa 10 Minuten, das wäre schön. Ich möchte sie gerne ehren, weil so ein Riesenerfolg, ja, hatte ich auch noch nicht bis jetzt. Aber wie gesagt, in Zusammenarbeit geht alles. Ja, Versteigerung. Wo ist denn der Schmitti? Muss ich wieder alles selbst aufschreiben? So, Afi,
also wie gesagt, Reifen, ganz neue Dunlop-Reifen. Alle Fahrer, die gleich kommen, unterschreiben darauf. Mit, habe ich überhaupt noch einen Stift? Weißem Stift. So, super. Ah, Schmitti ist wieder da. Und? Hast du eine Liste verlegt oder was? So, alles gut. Also, einen Schlickreifen. 50 Euro. Wer möchte einen haben? Eins, zwei. Dunlop. Leider fahren wir Michelin momentan. Aber kein Problem. Dunlop. Wer nimmt einen mit? Machen wir 30 Euro. Wer möchte einen haben? Du. Du kaufst deinen ganzen Laden leer hier. 30 Euro. Schon für dich. Schmitti, kannst du schnell schreiben? Nachher werden wir ihn unterschreiben, das ist für dich, ja? Super. Der kauft den ganzen Laden auf. Ich bin demnächst das ganze Team quitt hier. Ah, ja. So, noch ein Reifen. Noch einen Dunlop-Reifen. Wir müssen haben. Ab 30 Euro. Du. Noch jemand. 30 Euro. Und mit Autogrammen der Fahrer natürlich. 40 Euro. 50, 60 Euro. 60 Euro, du hast 60 Euro. Okay, was kostet denn für 60 Euro? Scheiße doch, 1, 2, 3, wie ist dein Name? Hendrik. So, und jetzt fangen wir an mit so einer Motorhaube, beziehungsweise beim Porsche ist ja die Motorhaube hinten. Aber ist schon ein geiles Instrument. Fangen wir mit der 30 an, also eine Original vom GT3. GT3R, neueste Generation, aber leider nicht für die Nordschleife geeignet. 500 Euro! So, also schon mal mehr, das ist schon mal für Kinder. Also immer noch 50 Euro Schritte. 550 Euro für den Alex. 600 Euro zum ersten, 600 Euro zum 650 Euro. 800 Euro! Höre ich hier vorne. Der hat fünf Finger, hat der. Okay, 800 Euro. Zum ersten. 50. 850 Euro, sorry. 850. Zum ersten. Zum zweiten. Und Alex, du hast 800. Eine Haube! So, die nächste Haube lassen wir noch ein bisschen später. Ich hätte noch einen Reifen. Flammneu. 30 Euro. Wie? Da hinten. Wer ist es? Dani. Nee. Von Hupsi. Ach ja, 30 Euro. Zum ersten, zum zweiten und 40 Euro. 40 Euro. 1, 2, 50 Euro. 60 Euro. Alles durch. 60 Euro zum ersten, zum zweiten. Und zum dritten mit der Kappe. Engel. Nee, Moment, ich habe hier ein Mini-Champ-Auto. 1:3 Pief, keine Ahnung. 100, wir machen 10er Schritte, okay? 100 Euro, wer bietet 100 Euro? Da ist auf jeden Fall unterschrieben schon von Lenz David Arnold, Sabine Schmitz, Klaus Abelen, wer ist das? Kenn ich halt. Und Alex Müller. Wer bietet 100 Euro? Hau. 130 Euro. Wer bietet mehr? 130 Euro. 140 Euro, die junge Dame. Wunderbar. 150 Euro hier vorne. Der Handystange, Junge, der muss Knete haben, du Wahnsinn. 150 Euro. Zum ersten. Zum zweiten. 190 Euro, als wenn ich gewusst hätte. 190 Euro. Ich glaube, bei 200 Euro ist Schluss. Zum ersten 190 Euro. Zum zweiten 102 Euro. Und zum dritten 210 Euro. Guck mal, ich brauche einen Sekretär. Hast du so eine Aula? So, ich soll zwischendurch sagen, die Ponys sind draußen. Wer jetzt Pony reiten will, verstehst du, die Führer, unsere Master,
Aber wir sind ein dick Konto. So, einen Sitz, Sparko. Fast neu, nur einmal reingeht. Sonst wunderbar, zu allem geeignet. Ich würde sagen, 150 Euro von mal an ihn. 25er Schritt. Möchte jemand diesen Sitz haben? 150 Euro. Keiner, komm ich so. 150 haben wir hier vorne. Wer bietet mir die 150 Euro? 175 Euro, hast du Hunke, ne? Ja, selbst zum Zweiten, das ist nur für die Spielkonsole. 225, 250 vom Lenz. Lenz, 250 Euro. 250 zum Ersten, zum Zweiten und für 75 Euro. 275 Euro. Und jetzt machen wir zack, zack. Wer bietet 300 Euro? Ich. Nee, Quatsch, was sag ich? Gut, also gut, 275 Euro zum Ersten, zum Zweiten. Ich bin richtig. Wer am Himmel ich gerne tanze. So hat Kost neu 500, 800 Euro. Nur die Scheibe, der Edeltopf kostet nochmal 1000 Euro. Aber egal, es ist für uns verbraucht, wir brauchen halt nicht mehr. Du nimmst 50 Euro, wunderbar. 60 sehen bei uns Getriebeteile aus. Ihr seht nichts, was ihr gebraucht ist. Aber leider können wir das nicht mehr brauchen. Für uns, du gibst 50 Euro. Für eine Bremsscheibe und die Getriebeteile, der gibt mehr. 100 Euro für den Rainer. 120 für dich. Wunderbar. Ich höre. 120. Ich bin, wann hast du die Hand gehoben oder hast du die gehoben? Super. 120 Euro. Ja, ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Ich gehe noch auf Toilette. 150 Euro. Hier vorne. 170 da vorne. 170 Euro, eine Bremsscheibe. Und die ganzen Getriebeteile, ich sag euch, die Dinger sind wie neu, die braucht ihr nicht mehr putzen. 170 Euro. Also, nehme ich das. Nee, die Quatsch mal sein. Rainer, 190 Euro zum Ersten, zum Zweiten, zum 210 Euro. Wunderbar, selbst schuld. 210 Euro, eine Bremsscheibe. So, ich lege eine zweite Bremsscheibe dazu. Drauf, der nichts kann, aber... Ist die Gold? Die sind doch Gold. Oh! Da würde ich sagen, 50 Euro. Wer nimmt 50 Euro so eine Felge? Du, 50 Euro. Wer die nächste? Wunderbar. Es ist nicht für mich, meine Mutter ist am Hilfe. 75 Euro für eine Felge. Die kostet neu 1250 Euro. 20 Mal im Jahr. 75 haben wir, ne? 100. 125, selbst schuld, Junge. Winken zählt hier nicht, Junge. Besser sagst du nichts, halb hier, Junge. Bist direkt doppelt gewinnt. So, 125 Euro waren bei dir, ne? Dann komm mal schön nach vorne zum Ersten und zum Zweiten und zum... Jetzt zahlen! So, gehört normalerweise dieses Scheißteil Kohlefach. Da kommt in die Motorhaube rein. Natürlich könnt ihr euch das nicht in der Wand hängen. Und ihr müsstet nicht wissen, was das kostet. Aber ich würde sowas für 20 Euro abheben. Ist da jemand? Du, 50 Euro. Ist, Dankeschön. Dankeschön. Du gibst 75 Euro. Dankeschön. Wer sonst noch? Kohlefaden. Das Ding wie ich nichts. Ich kann da ganz auch nichts mehr machen. Da kannst du vielleicht einen Zug mit einem von machen oder so. Nein, ich kann es. Aber ja, 75 für dich zum Ersten. Zum Zweiten. Und so. Hole dir ab. Aber ganz fort. 75 Euro oder. Glück dafür oder lecker. So, ich erzähle sogar. Kommen auf jeden Fall. Und machen gleich eine Autogrammstunde. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass man. Eingestehen müssen andere auch nicht schlecht arbeiten. Deshalb möchte ich alle Jungs von
Mantei ehren, beziehungsweise ich habe das vorher abgesprochen, ich möchte jetzt mal kurz auf die Bühne bieten. Ich möchte Ihnen gerne was überreichen, weil... Ja, in etwa mehr. Du bist alleine? Super, du kriegst alles. Haha! Was? Nein. Ist das alles hier oder was? Die anderen kommen noch, dann machen wir das gleich nochmal. Aber du kriegst schon mal dein Fett weg. Wie heißt du denn? Das denn? Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Noch? 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 Wir sind ja nicht drauf, oder? Die uns zum Sieg verholfen haben in Kielami. Der Christian noch. Dankeschön! Die anderen kommen gleich noch. So. Und ja. Seid ihr gut drauf? Ja! Ich höre nichts. Ja. Seid ihr gut drauf? Ja! Hut in die Hände! Ja! Super. Habt ihr alle viel getrunken? Nein! Nein. Sollen wir mal üben? Damit die Blackfoos gleich wissen, wo es lang geht hier. Ja, die wissen jetzt, dass die da sind. Ja, wunderschön. Die Jungs sind angekommen, frohgelaunt natürlich. Aber wir müssen vorher noch das tun, was man tun muss. So, ich würde sagen, was steht am Programm? Autogrammstunde. So, die Jungs, die Fahrer sind hier. Mathieu, Jamine. Und Dennis Olsen, Dennis frischgebackener, ich weiß nicht, wie man diesen Titel nimmt, aber das, was man da vorne sieht, in Kielalami, die zwei Jungs da hinten sitzen, da kommen sie, wenn ihr ein Programm haben möchte, bitte kurz nach vorne, wir bedienen euch. Nichtsdestotrotz machen wir noch mal kurz eine Verlosung. Die Verlosung ist ein wunderbar. Ciao! Dankeschön! Ihr habt Stifte, okay. Machen wir mal da. Wunderbar. Alles geregelt. Braucht noch jemand eine Felge für 50 Euro? Eine Felge, 50 Euro, wer noch? 50, 100 Euro nach vorne. Noch jemand, 150 für die junge Dame. Eine Felge, ich sehe gar nichts mehr. Doch, 150 Euro für die Dame nach vorne. Wunderbar. 150 zum ersten und zweiten Ort. Für Sie, junge Frau, kommen Sie. So, also, schwierig, stellen wir den Tisch nach vorne hin. Können die Jungs eben mal eine Anstellung machen. Und letztendlich auch eben nach vorne mit der Anstellung, wunderbar. So, enorme Felge, eine Felge haben wir noch da. 50 Euro, wir nehmen die mit. Erste, zwei. So, ja, Jungs, von Manta sind immer noch nicht viele da, ne? Aber es ist alles. Wo sind die anderen? Da, ne? Die Wolkenarsche, hat er gesagt. So, gut. Na gut, und nochmal, falls ihr nicht alle mitgegeben habt, im letzten Jahr 32.000 Euro an einem Tag. Habt ihr gespendet dafür? Und das ist mal super. Ja, so. Ohne Lampe aber, ne? Das weiß ich ja. Ne? Aber ein paar Spalten Holz kriegst du mit dabei. Ah ne, der macht ja selbst ein Holz. So, 500 Euro. Thomas, super, geil, finde ich gut. Du weißt, wofür das ist. Du bist sonst immer dabei. Mal nach vorne hier bitte auf die Bühne. Eben noch ein Foto machen für die. Ja, für jeden, der es haben möchte. Auch für die Presse, auch wichtig. Papierpresse, liebe die gerade. Genau. Schatzi, schön ein Foto. So, komm hier nach vorne, Dennis.
Weihnachtsmarkt. Die Blackfoots. Dankeschön. So, jetzt aber, oder? Yay! Ja! Muss man nur einmal nach hinten gehen und jeder wieder. Süß. Ja, schön. Wie schnell doch so ein Jahr vergeht. Der Wolle ist es ja schon da. Oh, doch eine ganze Menge. Da müssen wir Programm ändern, ne? Oder haben euch die Lieder gefallen letztes Jahr schon? Ja? Oder können wir ja auch eine Spille, ne? Oder? Nein, da haben wir ein bisschen geändert. Geht es euch gut? Ja! Wird sich gleich ändern. Ah, ist das schön. Da fährt man. Boah, das war ein Sauwetter auf der Fahrt dahin. Ist der Hand vor Augen gewesen, ne? Aber jetzt ein Schneid tut es noch nicht. Ne? Das war sehr warmer Schnee. Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß nicht, was wir letztes Jahr angefangen haben, vielleicht mit dem gleichen Lied, aber das darf ja auch sein. Anfänger. Genau, weil es war das erste Lied, mit dem die Föß gestartet sind, Kölsche Leder zu singen. Und es beginnt hier beim Andreas am Klavier. Das ist die falsche Frage, die kommt später. Ne? Wir haben als Vegan eben, also ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe mich eigentlich so lecker das Kaffee gefreut. Nein, was hätte uns heute haben, sie doch über Glühwein. Ne? Aber war auch in der Tasse. Ja, aber wir haben ihn jetzt übrig, damit, weil ich weiß, der Klöster hat, der hat ja selber Musik gemacht, oder schließlich auch immer noch Musik mäht, und er hat mir mal in der Stillenstunde berichtet, am 8. Glühwein, dass er früher auch Blackfoots Lieder gespielt und gesungen hätte. Wirklich, hätte jemand. Wollen wir dann wieder mal zusammen eine Trino singen? Ja, aber nur zusammen, weil ihr wisst ja, ich kann den Text nicht, ne? Ja, aber ich versuche das mal. Wir versuchen das mal. Komm, wir probieren das einfach. Keine Sorge. Die Fiete ist gerettet. Nein, Quatsch. Wir haben noch ein bisschen was mehr für euch zu bieten. Natürlich können wir die Fürs nimmer toppen. Aber so viele Leute an einem Ort zu haben, so lange. Man sollte die jetzt nicht einfach nach Hause gehen und das tut man da immer tot. Bleibt noch ein Stündchen hier und dann sind auch wir happy. Dankeschön, dass ihr da seid. Bis gleich. So, jetzt haben wir aber noch einen Show-Act, und zwar Nette Öhm, der wollte jetzt oft nur ein Mikrofon. Außerdem hat er die Backen voll. Wie heißt denn der andere? Leslie. Ja, aber der Typ. Leslie und? Gemeinsam auf, ich glaube, das ist auch neuer Showprogramm. Juhu! Ich bin auf die Bühne, Leslie! Auf geht's. Seid ihr gut drauf? Wollen wir uns schneller fühlen, ne? Auf geht's. Jawohl! Wo sind die Hände? Thank you.